Hallo, liebe Freunde der Literatur. Ich stelle Ihnen heute in 5 verschiedenen Teilen Auszüge aus dem neuen Roman von Pavel Feinstein vor mit dem Titel Krokodilopolis. Pavel Feinstein ist 1960 in Moskau geboren, er lebt heute in Berlin. Er ist selbst Maler und Zeichner, treibt in seinem ersten Roman ein lustvoll ironisches Spiel mit Mythen, Religion und den eigenen jüdischen Wurzeln, mit der für die Kunst so fatalen wie bedeutsamen Frage nach Original und Kopie, mit Geschlechter- und Öko-Irrsinn. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Pavel Feinsteins Krokodilopolis, erschienen 2020 im Hirmer Verlag. Prolog. Im Jahre 1936 führte der rührige Archäologe und Dominikanermönch Pater Louis-Hugues Vincent von der École Biblique zu Jerusalem einige Probegrabungen im Norden Galiläas durch. In der Nähe von Kfar Nachum, dem antiken Kapernaum, stießen seine Arbeiter eines Morgens auf eine recht ungewöhnliche Grabkammer. Sie war von einer Kalksteinplatte abgedeckt, fast 3 Meter lang, 2 Meter breit und etwa 80 Zentimeter hoch. In der Grabkammer befand sich ein aus dem gleichen Kalkstein gefertigtes Ossuar mit menschlichen Knochen darin. Links von dem Ossuar lag die gesamte Länge der Grabkammer einnehmend das Skelett eines Crocodilus niloticus, eines Nilkrokodils, ein zugegebenermaßen für diese Gegend äußerst überraschender Fund. Auf der anderen Seite des Ossuars stand ein breiter Tontopf, in dem 4 dicke, etwa 35 cm breite Pergamentrollen staken. Der Rand des Topfes war mit einer Inschrift versehen, auf den ersten Blick dem Namen der hier wohl bestatteten Person. Gegen Abend kam ein aufgeregter Arbeiter, den man zum nahegelegenen Dorf geschickt hatte, um Lebensmittel zu besorgen, und berichtete von großem Unmut unter den Felachen. Im Dorf gehe das Gerücht um, die Ausgräber schändeten das Grab eines muslimischen Heiligen, eines Drachentöters und Gefährten des Propheten. Um Schlimmeres abzuwenden, sollte man die Grabkammer schleunigst wieder mit der Kalksteinplatte zudecken, die Aushebung zuschütten, alles zusammenpacken und noch heute von hier verschwinden. Dem Pater Vincent blieb nichts anderes übrig, als der Empfehlung zu folgen. Allerdings ließ er auch den Topf mit den Pergamentrollen einpacken und im Gepäck verstauen. Unglücklicherweise stolperte der Arbeiter, der den schweren Tontopf hielt, in der allgemeinen Hektik und schlug den Topfrand mit der Inschrift an der Grabplatte auf, so daß ein Teil absplitterte. Wäre es heller gewesen und würde man die Ausgrabung nicht so Hals über Kopf verlassen müssen, hätte man die Splitter noch einsammeln und später zusammensetzen können. So aber blieb die Inschrift beschädigt und der Name unvollständig. Später in seinem Arbeitszimmer im Konvent St. Etienne in Jerusalem stellte Pater Vincent fest, dass der Name recht ungeschickt in hebräischer Quadratschrift in den Topfrand eingekratzt Shimon ben Es heißen müsse. Der Rest des Vaternamens war auf den verlorenen Splittern an der Ausgrabungsstelle geblieben. Aber auch so konnte man sicher sein, keine bekannte und bedeutende Persönlichkeit der biblischen Geschichte vor sich zu haben. Der einzige Shimon, dessen Vatername mit S oder SH anfing und der von Bedeutung wäre, war Shimon ben Shetach. Aber der hatte wesentlich früher gelebt, zu Zeiten König Alexander Janäus, während das Grab anhand des Topfes eindeutig auf das 3. christliche Jahrhundert datiert werden konnte. Die Pergamentrollen waren für Pater Vincent ebenfalls eine Enttäuschung. Sie waren brüchig und die antike Rußtinte, mit der sie beschriftet worden waren, schien von minderer Qualität gewesen zu sein. Sie zerbröselte so stark, dass nur wenige Buchstaben und noch weniger Wörter zweifelsfrei zu lesen waren. Eine mühsame und undankbare Arbeit. Und so landete der Tontopf samt Pergamentrollen, besserer Zeiten harrend, in der archäologischen Asservatenkammer des Konvents St. Etienne.
Die Geschichte und die Beschreibung des Fundes fand später eine Erwähnung in der Revue Biblique von 1937. Diese besseren Zeiten brachen an mit der Erfindung der Fluoreszenzfotografie. Allerdings befand sich der Topf zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr in der Obhut des Konvents. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges kam er auf verschlungenen Wegen in den Besitz eines historisch interessierten Leutnants der britischen Armee. Nach Abzug der Briten und dem Ende des Mandats tauchte der Topf auf dem archäologischen Schwarzmarkt auf, wechselte mehrmals den Besitzer und wurde schließlich bei einem zwielichtigen Händler durch die israelische archäologische Behörde konfisziert. Im Labor des Israel-Museums und im Lichte der UV-Strahlen entpuppten sich drei der Rollen als Memoiren eines vagabundierenden Künstlers Ende des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung mit Beschreibung seiner angeblichen Bekanntschaften, darunter große Autoren der Antike Apuleius und Lukian und einiger anderer ziemlich unwahrscheinlicher Begebenheiten. Geschrieben hauptsächlich in Aramäisch, aber auch mit hebräischen, griechischen und lateinischen Einsprengseln, erweckt der Text den Eindruck, von einem prahlerischen Aufschneider verfasst worden zu sein, einem hemmungslosen und selbstgefälligen Phantasten. Einige interessante Erkenntnisse kann man jedoch hinsichtlich der Lebensmittelherstellung seiner Zeit gewinnen, speziell was die Herstellung von Käse in der Antike betrifft. Auch sonst entbehrt das vorliegende Buch nicht einiger unverfälschter Einblicke in die gesellschaftlichen Strukturen und religiösen Bräuche des ausgehenden 2. und beginnenden 3. Jahrhunderts. Die 4. Pergamentrolle war von geringerem Interesse. Sie enthielt lediglich Zeichnungen und Skizzen. Mit Holzkohle ausgeführt zeigen sie eine gewisse Leichtigkeit in der Darstellung von Menschen und Tieren, aber ohne, wie übrigens auch die Memoiren selbst, berechtigten Anspruch auf zweifelsfreien Tiefgang erheben zu können. Ich meine dennoch, dass das nun vorliegende Buch, das diesem Shimon ben Es wohl eindeutig zuzuschreiben ist, durchaus kurzweilig ist und dem geneigten Leser ein paar Stunden unterhaltsamer Lektüre bereiten kann.